after a good, good drunk. You and me wake up and make love after a deep sleep where I was dreaming. I was dreaming a dream girl. Creep as I watched you asleep, face down in the grass in the park in the middle of a hot afternoon. Your top was untied and I thought how nice it'd be to follow the sweat down your spine. You're like my best friend. Oh, after a good, good drunk, you and me, we wake up and make love after a deep sleep. Meine Damen und Herren, liebe Konzertbesucher zu Hause an den Bildschirmen, eigentlich beginnt meine Ansprache so. Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit darf ich Sie alle hier im Kurhaus von Waldbronn herzlich willkommen heißen. Aber was ist im Zeichen der Pandemie schon wie jedes Jahr? Im Grunde genommen wenig oder gar nichts. Haben wir letztes Jahr unser Konzert zur Weihnachtszeit wie viele weitere Veranstaltungen absagen müssen, hat es dieses Jahr in den Sommermonaten den Anschein, dass wir das meiste geschafft haben. Das Leben nahm fast wieder seinen normalen Verlauf. Wir, die Musikerinnen und die Musiker, konnten zusammen mit unserem Dirigenten Fabian Müller wieder Proben durchführen und zwei Konzerte im Kurpark aufführen, zwar unter standardmäßigen Bedingungen, aber wir waren wieder in der Öffentlichkeit präsent. Die zahlreichen Besucher im Kurpark honorierten dies mit großem Applaus. Leider währte dies nur von kurzer Dauer. In welcher Situation wir uns heute befinden, muss ich Ihnen allen nicht erläutern. Vor einigen Wochen standen wir vor der Entscheidung, ob wir unser traditionelles Konzert zur Weihnachtszeit überhaupt durchführen können oder ob wir es gleich absagen. So haben wir uns zusammen mit unserem Dirigenten nach Abwägung der Machbarkeit entschieden, das diesjährige Konzert ohne Besucher hier im Kurhaus durchzuführen. Die Auflagen und das Risiko waren einfach zu groß. So fiel die Entscheidung, wir spielen live unser über viele Wochen einstudiertes Programm und Sie, verehrte Zuhörer, bleiben zu Hause am Bildschirm. Nach vielem planerischem und organisatorischem Auf und Ab haben wir uns für ein Livestreaming entschieden. Mit dieser neuen Form können wir Ihnen kurz vor Weihnachten wenigstens mit unserem traditionellen Konzert heute Abend zu Hause einen Konzertabend präsentieren. Wir, die Musikerinnen und Musiker des Jugend- und Hauptorchesters mit unserem Dirigenten Fabian Müller, werden unser Bestes geben. Die Vorbereitungszeit war voller Überraschungen. Kurzfristige Ausfälle von einigen Musikerinnen und Musikern, Ungewissheit über den gewählten Weg waren ständige Begleiter. Aber wir sitzen heute Abend hier auf der Bühne und wollen Ihnen allen in dieser schwierigen Zeit zeigen, irgendwie geht es immer weiter. So möchten wir mit der ausgewählten Musikliteratur dazu beitragen, dass Sie den Alltag für einige Stunden hinter sich lassen können. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und lauschen Sie den Klängen unserer beiden Orchester. Was kann uns einfühlsamer in die Weihnachtstage einstimmen als ein Konzert am 4. Adventssonntag? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Bildschirmen, eine neue Erfahrung, ein traditionelles Konzert vor einem leeren Saal aufzuführen und unsere treuen Gäste in der Ferne mit großem räumlichen Abstand. Wir alle sind sicherlich genauso gespannt wie auch Sie in Ihrer häuslichen Umgebung. Lassen Sie uns mit dem Jugendorchester beginnen und nach einer kleinen Umbaupause mit dem Hauptorchester unter der Gesamtleitung unseres Dirigenten Fabian Müller fortfahren. Durch das Programm führen Sie Dominik Hunsmann und Patrick Auer beim Jugendorchester
und Dr. Dieter Bertelmann beim Hauptorchester. Selbstverständlich führen wir dieses Konzert unter 2G+ durch. Alle Teilnehmer sind geimpft, genesen und zusätzlich getestet. Ich wünsche Ihnen alle gute Unterhaltung und uns hier im Kurhaussaal gutes Gelingen. Dankeschön. Mensch, Dominik, ist das nicht wieder schön, oder? Jetzt, nach so langer Zeit, können wir endlich wieder unseren jährlichen Fernsehabend machen, gell? Ich kann es kaum erwarten. Mit dir, mit allen wieder. Bisher ja. Ein bisschen anders, aber ich bin schon mal in Stimmung. Das ist doch spitze eigentlich, ne? Komm, dann schauen wir doch mal, was die alte Flimmerkiste da so zu bieten hat. Ah, ja, schau mal, da im Sat 1 läuft 80s Flashback. Die bekanntesten und größten Hits der 80er. Und wir sind noch genau rechtzeitig, um die Top 5 zu sehen. Schauen wir das an. 80er geht immer. Würdest du halt das machen, oder? Ha ja, genau. Wir schauen mal, was da im Teletext steht. Aha. Also 80s Flashback soll so komponiert worden sein, also, dass das Jugendorchester sie durch die unterschiedlichen Stilistiken der 80er führt. Und das Ganze ist dann auch noch arrangiert von Paul Mörter. Aha. Ja, aufregend und wild führt sie jetzt das Jugendorchester durch die 80er mit 80s Flashback.
nee, also Patrick, ich weiß ja nicht so richtig, aber You Give Love a Bad Name als Platz 1 bei einer 80er-Hitparade. Also was ich dabei gedacht habe, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also so ganz warm bin ich damit auch nicht geworden. Also irgendwie war das komisch. Nee, komm, wir machen jetzt den Fernseher auch mal aus, oder? Wir können ein bisschen Musik hören. Ich habe mein Lieblingslied mitgebracht. Oh, nee, komm, Domi. Also, wir machen doch einen Fernsehabend. Das ist ja schön und gut und so, aber das geht doch jetzt. Ja, außerdem habe ich doch gar keinen CD-Spieler dabei. Nee, da habe ich vorgesorgt. Pass auf. Was? Guck dir das technische Wunderwerk hier mal an. Der kann Radio spielen, kann Kassetten spielen und pausenlos CDs. Der verbraucht nur 6 AA-Plus-Batterien und hat eine Laufzeit von 36 Stunden. Überleg dir das mal. Wow, wie gut. Ja, und jetzt erweise mir die Ehre und leg das hier mal ein. Adele Atkins? Ja. Ich muss vorspulen. Set Fire to the Rain. Set Fire to the was? Set Fire to the Rain, aber nicht irgendeine Version. Die Version vom Jugendorchester, da wird das Solo am Tenorsaxophon nämlich von Lydia Nestler gespielt. Mhm. Und der Song ist erschienen auf Adele's 21 Album 2011 und arrangiert wurde das Ganze dann von Sam Daniels. Ja gut, das hört sich ja mal vielversprechend an. Dann sage ich doch jetzt einfach mal viel Spaß mit Set Fire to the Rain.
Okay, Dominik. Ja, ich muss schon sagen, du hast mich überrascht. Es war ja mega. Ich habe halt einen guten Musikgeschmack, sage ich doch. Ja, wir können ja jetzt aber an unserem Fernsehabend nicht bloß die ganze Zeit die Adele 21 CD hören. Und außerdem glaube ich, dass du langsam mal die Batterien an dem Ding auswechseln solltest. Ja, hast recht. Ich sehe auch gerade in meiner Fernsehzeitung, dass heute Abend auf ProSieben The Greatest Showman kommt. Und der müsst gleich anfangen, sollen wir den anschauen? The Greatest Showman. Ist das nicht der Musical-Film von 2017? Ja, genau. Hier steht, er handelt von P.T. Barnum, welcher trotz Geldschwierigkeiten seine Idee von Barnums American Museum of Curiosity eröffnen will. Ah, ein Kuriositätenkabinett ist das. Und weil er da bloß ausgestopfte Tiere und Wachsfiguren bieten kann, heuert er einen kleinen Menschen und eine bärtige Frau an. Okay. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Der heuert dann, glaub ich, auch noch Akrobaten, Artisten und Tänzer an, oder? Jetzt kommt es mir auch wieder, ja, natürlich, ja. Und damit legt er auch den Grundstein für den heutigen Zirkus übrigens. Aha. Und hier steht, darüber hinaus bietet der Film noch einige Romanzen, wenig Drama und viel Gesang, weil es ein Musical ist. Genau das Richtige für uns, oder? Ja, genau. Jetzt, ja, ich weiß es wieder. Ich glaube auch, da Anfang 2018, Ende 2017 gab es da die ganzen Songs A Million Dreams, The Greatest Showman, This Is Me. This Is Me wurde dann auch, glaube ich, zum besten Filmsong 2018 ausgezeichnet. Aber ich habe das noch nie geguckt. Ja, genau. Aber was mich am meisten begeistert, das Jugendorchester spielt die Filmmusik, arrangiert von Paul Mercer. Oh, gut. Dann sage ich mal, viel Spaß mit The Greatest Showman.
Ja. Und wieder mal hast du mich echt überzeugt mit deinen Filmtipps, lieber Domi. Ich sag's doch, ich habe einfach Geschmack. Ja, genau. Gut, aber der Abend ist ja noch jung. Lass uns doch noch was anschauen. Ja, können wir machen. Wo wir doch eh schon bei so einem musikalischen Thema sind. Ich sehe hier gerade, auf dem Disney Channel läuft ein Live-Konzert von One Direction. Ja, One Direction, ist das nicht die Mega-Boyband von 2011? Ja, genau. 2010 haben die sich getroffen in der Talentshow X-Factor. Mhm. Und dann wurden die zusammengeschmissen und entstanden ist dann die Boyband One Direction. Okay, ja, weißt du, wenn ich so an Boybands denke, dann fällt mir eigentlich genau ein Kandidat ein, der auch einer Boyband angehören sollte. Ich glaube, ich weiß, wen du da meinst. Genau. Unser Dirigent Fabi. Ja, dann glaube ich, sollten wir unseren Mr. Backstreet Boy doch jetzt mal hier zu uns vorkommen lassen, damit er so zeigen kann, was er drauf hat, ne? Also, lieber Fabian, es ist dieses Jahr zwar ein bisschen anders, aber wir wollten natürlich dir trotzdem eine Kleinigkeit zu Weihnachten schenken, weil du uns durch das Jahr jetzt ziemlich aufregend begleitet hast. Du hast viele Sachen machen müssen, die du vorher gar nicht machen musstest. Sowas wie Online-Proben, gucken, dass man Leute dazu bewegt, dass sie herkommen und dass das mit dem Livestream anders ist. Du musstest Instrumente reparieren lassen und in der Gegend rumfahren. Und das alles, während du dann auch noch so einen neuen Job angenommen hast. Ne? Und deshalb wollten wir einfach mal Danke sagen. Wir wissen, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Du kriegst dann noch mal was, weil wir führen das Ganze ja vermutlich noch mal im Frühjahr auf. Und da kriegst du dann noch mal ein richtiges Geschenk. Aber jetzt erstmal vielen Dank, einfach, dass du uns das Jahr wieder mal möglich gemacht hast und dass du so viel gemacht hast. Danke. Ja, aber jetzt genug geschwätzt, oder? Ja, genau. Arrangiert von Michael Brown spielt das Jugendorchester jetzt zum Abschluss Live While We're Young, One Way or Another und What Makes You Beautiful in One Direction in Concert. Thank you.
Orchester des Musikvereins Lyra Reichenbach und sein Dirigent Fabian Müller eröffnen ihr Konzert zur Weihnachtszeit mit der Ouvertüre zur Oper Tancredi von Gioachino Rossini. Rossini wurde 1792 in Pesaro, Italien, geboren und verstarb 1868 in Paris. Er komponierte 39 Opern, ferner 15 dramatische Kantaten, kleinere Kirchenwerke und Klavierstücke. Gefeiert wurde Rossini natürlich in Italien und vor allen Dingen in Wien. 1823 ging er über London nach Paris, wo er die italienische Oper leitete und zum königlichen Generalmusikintendanten ernannt wurde. Tancredi wurde 1830 in Venedig uraufgeführt. Der große Erfolg von Tancredi bedeutete für den damals 20-jährigen Rossini den Aufstieg in die erste Riege der Opernkomponisten Europas. Die Handlung der Oper kann man salopp als eine italienische Romeo- und Julia-Geschichte beschreiben. Typisch für die Stilistik von Rossini ist ein reich verzierter Gesang, eine schmelzende, bereits zur Romantik tendierende Melodik, eine farbige und für ihre Zeit manchmal ungewöhnliche Harmonik und für ein fantasievoller, brillanter Orchestersatz mit oft virtuos einsetzenden Bläsern. Und ein effektvoll dramatischer und oft rauschhafter Einsatz eines Orchester-Crescendis. Ja, und jetzt gute Unterhaltung mit der Ouvertüre Tancredi von Gioachino Rossini. Thank you.
Als nächstes möchten wir Red Rock Mountain, Roter Felsenberg von Rossano Galante für Sie spielen. Der US-amerikanische Komponist und Arrangeur Rossano Galante studierte Trompete und Komposition. In Hollywood arrangierte er bei vielen Filmmusiken mit, zum Beispiel Stirb langsam, Avengers, Wolverine und Scary Movie. Und er schreibt Auftragskompositionen für symphonische Blasorchester. Mit Red Rock Mountain komponierte Galante das musikalische Porträt einer herrlichen Berglandschaft in Pennsylvania, USA. Fanfarenklänge und ansteigende Melodien eröffnen das Werk. Es geht dann in einem gefühlvollen Teil über, der die Berge in der Dämmerung beschreibt.
Wenn die Sonne dann höher steigt und die Bergspitzen im ersten Sonnenlicht leuchten, werden die Melodien lyrisch und der Rhythmus prägnant. Die Komposition gipfelt in einem heroischen Finale, das die Größe dieser atemberaubenden Bergwelt abbildet. Schließen Sie jetzt die Augen und lassen Sie sich die Bergwelt entführen in die Red Rock Mountains.
Traditionell haben wir auch immer einen Konzertmarsch im Programm. Dieses Jahr ist es der Marcha de Libertad, Marsch der Freiheit von Gerald Ranacher. Der Kärntner Ranacher ist Komponist und studierter Klarinettenspieler. Seine erste große Komposition für Blasorchester, eben der Marcha de Libertad, Marsch der Freiheit, entstand aus einem puren Glücksgefühl heraus. Die Wahl des Titels bezieht sich darauf, dass die Freiheit, gleich in welcher Form oder Sprache, immer ein unschätzbares Gut ist. Im grandiosen Trio kommt das nur schwer in Worte zu fassende Gefühl einer tiefen Freude zum Ausdruck. Wo die Sprache aufhört, beginnt die Musik. Und so ist auch dieses einzigartige Gefühl besser in Töne als in Worte zu vermitteln. Für Ranacher ist es ein großes Anliegen, dass seine Musik bei den Musikern und Zuhörern viele bunte Bilder und das Gefühl von Freude und Freiheit hervorruft. Wir hoffen, dass das jetzt klappt. Gute Unterhaltung mit Marcha de Libertad von Gerald Ranacher.
Meine Damen und Herren, den zweiten Teil unseres Konzertes eröffnen wir stilgerecht mit A Little Opening, ein kleines Eröffnungsstück von Timo Kraas. Es trägt noch den Untertitel Fanfare für Blasorchester. Timo Kraas studierte Musikpädagogik im Hauptfach Schlagzeug sowie Musiktheorie an der Hochschule in Detmold. Seitdem ist er erfolgreich als Dozent, Dirigent, Arrangeur und Komponist tätig. A Little Opening beschreibt die aufregende und spannende Atmosphäre eines Konzertbeginns. Höchste Konzentration der Musiker, ein mit spannender Erwartung erfülltes Publikum. Einfach eine Atmosphäre, die von unterschiedlichsten Gefühlen geprägt ist. Die Spannung, die ständig in der Luft liegt, zieht sich in Form einer Fanfare durch das Werk. Momente allerhöchster Konzentration wechseln sich ab mit Momenten der Ausgeglichenheit und Ruhe. Wie unterschiedlich die einzelnen Eindrücke der Musiker und Zuhörer sein können, zeigt sich in häufig wechselnden musikalischen Stimmungen. Betreten wir nun gespannt oder eben entspannt den Konzertsaal. Gute Unterhaltung mit A Little Opening, einer Fanfare für Blasorchester von Timo Kraas.
Den Klang des Instrumentes, das im nächsten Stück die Hauptrolle spielt, erachteten manche Herrscher als zu erotisch und sittenwidrig und verboten daher das Musizieren darauf. Zum Glück waren das nur Einzelaktionen und die Flöte entwickelte sich zu einem Instrument, das in fast allen Kulturen in der einen oder anderen Form vertreten ist. Besonders die Kelten verwendeten die Flöte zur Ausgestaltung ihrer Riten und Bräuche. Musik und Tänze der keltisch-irischen Art erlebten und erleben in unserer Zeit eine wahre Renaissance. Celtic Flutes, keltisches Blasorchester, verarbeitet stilgetreue, neu komponierte Melodien in der Dramaturgie des menschlichen Lebens. Liebe und Leid, Freude und Hoffnung sind die thematischen Inhalte dieses Werkes. Geschaffen wurde dieses Stück vom zeitgenössischen deutschen Komponisten Kurt Gäble, der in Augsburg Musik, Kunst und Pädagogik studierte und heute in Bayern lebt und wirkt. Unsere beiden Solistinnen an der Querflöte sind Carina Mess und Silvia Anderer. Lassen Sie sie sich nun in die keltisch-irische Klangwelt entführen. Gute Unterhaltung dabei.
Das Lied, das wir jetzt für Sie spielen, stammt aus der Feder der englischen Komponisten Anthony Newley und Leslie Bricass. Sie schrieben es Mitte der 1960er Jahre für ein heute weniger bekanntes Musical mit dem interessanten Titel »Das Brüllen der Schminke, der Geruch der Menge«. Der Song aber mit dem Titel »Feeling Good«, »Ich fühle mich gut«, wurde seitdem immer wieder von bekannten Sängern interpretiert, neuhochdeutsch gecovert und wurde so weltbekannt. Auch als Filmmusik kam er zu Ehren. VW verwendete den Song sogar in einem Werbespot. Einige der Interpreten waren Nina Simone, Sammy Davis Jr., Muse, The Pussycat Dolls, George Michael und der kanadische Sänger Michael Bublé. Die Coverversion von Bublé war die Vorlage zu dem Arrangement, das wir jetzt für Sie spielen. Swingen Sie mit zu Feeling Good. Thank you.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer in der Ferne, am Ende unseres Konzertes möchte ich mich noch bei allen bedanken, die zum Gelingen des heutigen Abends beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt den Musikerinnen und Musikern für ihr Engagement. Ebenso danken möchte ich unserem Dirigenten Herrn Fabian Müller, der auch mit seiner offenen und mitreißenden Art eine der treibenden Kräfte war, dies heute Abend in völlig neuer Form durchzuführen. Als Zeichen der Wertschätzung möchte ich ihm im Anschluss eine kleine Anerkennung überreichen. Ganz besonders möchte ich mich bei den vielen Solisten des heutigen Abends bedanken. Ebenso erwähnen möchte ich unsere Moderatoren des heutigen Abends, die wiederum souverän durch das Programm geführt haben. Eine kleine Aufmerksamkeit ist eine Selbstverständlichkeit im Anschluss des Konzertes für Ihre umfangreichen Recherchen zur Musikliteratur des heutigen Abends. Ebenfalls ein herzliches Dank an die Gemeinde Waldbronn und an die Kurverwaltung mit Herrn Bürgermeister Franz Massino an der Spitze sowie an den Hausmeister Herrn Andreas Gorenfloh und an alle, die uns bei den Vorbereitungen geholfen und diesen schönen Abend ermöglicht haben. Der Livestream wurde von CLP Events und Marketing durchgeführt. Herzlichen Dank an die Techniker heute Abend. Bei Ihnen, liebe Zuschauer bzw. Zuhörer, bedanke ich mich für Ihre Unterstützung und Treue. Wir sind sicher, dass Sie es alle genossen haben, ein paar schöne Stunden mit uns zu verbringen. Wenn Sie das Konzert hier im Kurhaus nochmals unter der gewohnten Atmosphäre genießen wollen, lade ich Sie alle schon auf den Muttertag im Jahre 2022 ein. Dann werden wir dieses Konzert hoffentlich als Konzert zum Frühling nochmals mit Ihnen zusammen hier im Kurhaus aufführen. Unser letzter offizieller Auftritt im zu Ende gehenden Jahr ist traditionell das Spielen weihnachtlicher Weisen an Heiligabend um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Reichenbach. Hoffen wir, dass dies ohne Einschränkungen in 5 Tagen möglich ist. Für die bevorstehenden Festtage wünsche ich Ihnen im Namen des Musikvereins Lyra Reichenbach alles Gute und mögen auch im nächsten Jahr all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Das Wichtigste in der aktuellen Situation ist, dass Sie alle gesund bleiben oder gesund werden. Diesen Wunsch möchte ich auch an unsere Musiker, die heute Abend nicht dabei sein können, überbringen. Werden Sie gesund oder bleiben Sie gesund? Das ist das Wichtigste. Ihr Musikverein Lyra Reichenbach. So, für den Abschluss unseres Konzertes zur Weihnachtszeit haben wir uns noch etwas ganz Besonderes aufgehoben. Ich sage nur ABBA. Am 6. April 1999, exakt 25 Jahre nachdem ABBA den Grand Prix d'Eurovision mit dem Lied Waterloo gewonnen hat, fand die Uraufführung des Musicals Mamma Mia in London statt. Die lustige, mitreißende Liebesgeschichte basierend auf ABBA-Klassikern wurde schnell zu einem großen Erfolg. Der Arrangeur Peter Kleine-Schaas wählte einige der berühmtesten Titel aus dem Musical und ließ seiner musikalischen Fantasie freien Lauf. Das Ergebnis ist ein raffiniertes ABBA-Medley, das jung und alt anspricht. Das Arrangement enthält die folgenden Titel: Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Money, 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 Dancing Queen, I Do, I Do, I Do und Waterloo. Und in diesem Jahr, 2021, hat sich ABBA wieder zusammengefunden und neue Songs aufgenommen, die in einer digitalen Bühnenschau ab 2022 in London präsentiert werden. Die ersten Termine sind schon ausverkauft. Daher jetzt sofort hier live auf der Bühne ABBA-Songs im Kurhaus, gute Unterhaltung,
mit Mamma Mia, das Musical. Ja, und dann schauen wir mal. Thank you.
So, ich sehe gerade, wir haben auf unserem Livestream einige Likes. Daumen hoch. Dann können wir ja unsere erste Zugabe spielen. Wenn man als Musiker ein Stück mit dem Titel Crazy Tongues, verrückte Zungen, vorgelegt bekommt, kann man schon leicht nervös werden. Denn die Zunge, mit der stößt man ja jede einzelne Note an. Und wenn die dann verrückt spielen soll, naja. Der Österreicher Thomas Aschanger, er ist selbst Musiker und bekannter Komponist, hat genau diese Herausforderung in seiner Komposition verarbeitet. Und wir, natürlich mit Hilfe unseres Dirigenten, haben uns dieser Herausforderung gestellt. Sie sehen auch die Wirkung des Untertitels, da heißt es nämlich für Solisten und Blasorchester. Zwei unserer Solisten dürfen bzw. müssen sitzen, der Form und Größe ihres Instruments geschuldet. Hier die beiden Bassklarinette und Tuba. Die anderen dürfen stehen. Dann mal los, Zungen lockern. Lockere Klöppel am Xylophon werden übrigens auch gebraucht. Viel Spaß mit der Komposition von Thomas Aschanger, Crazy Tongues, verrückte Zungen.
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Diese Worte gehören zu einem der sicherlich bekanntesten Weihnachtslieder. Kaum ein anderes Lied vermittelt die innige Freude und Dankbarkeit an Jesu Erscheinen auf der Welt. Der Trompeter, Komponist, Arrangeur und Dirigent Markus Götz komponierte seine festliche Weihnachtsmusik O Sanctissima über O du fröhliche, im barocken Stil von Georg Friedrich Händel. Die hörbar durchlaufende Basslinie, der Basso Continuo, ist typisch für barocke Werke. Mit einem kleinen Augenzwinkern hat Markus Götz auch kleine Zitate in seine festliche Weihnachtsmusik eingebaut. So erklingen Fragmente aus Händels Halleluja, aus Joy to the World und Fröhliche Weihnacht überall, die er geschickt mit der bekannten Melodie O du Fröhliche verbindet. Mit O Sanctissima, O du Fröhliche, möchte sich das Blasorchester des Musikvereins Lyra Reichenbach mit seinem Dirigenten Fabian Müller
bei Ihnen für den Besuch unseres Livestreams und den digitalen Applaus bedanken und sich auch verabschieden. Wir wünschen Ihnen alle eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches, vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Und diese Wünsche überbringen wir jetzt wieder alle zusammen. Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nochmals vielen Dank und auf Wiedersehen. Thank you.